Und da sind wir bei einer weiteren C-Fan-Mission, The Swindle Job, in der wir einen kleinen Schmuggel aufdecken sollen. Und zwar vom Ravensmill, was auch immer. Und es gibt anscheinend erstmal keine anderen Ziele. Schauen wir mal. Eine ziemlich kleine Mission von der Größe her. Was genau alles in dieser Fan-Mission drin ist, weiß ich natürlich nicht. Wir haben einen Shop auf jeden Fall am Anfang. Das ist ja nett. Definitiv Wasserpfeiler. Mosis. Und wir haben noch. Ja, wir könnten uns eine Gasmine holen. Ich würde sagen. Was? 100? 100 kostet das nur. Okay. Das ist seltsam. Normalerweise kosten die mal 250. Ja, und diese Mission gehört zu einem. Oh, es kommt mir ein bisschen bekannt vor. Aber es gab vielleicht schon öfters mal Fan-Missionen, die so gestartet sind. Haben wir eine Karte? Nein, haben wir nicht. Gut. Die Fan-Mission gehört zu einer anderen Contest-Reihe. Und hier ist gar kein Sound mehr. Okay. Hui, ich höre nichts. Ja, dann hat er hier quasi hier genau hier an der Kante. Hier ist dann schon der nächste Room. Und hier ist dann der Raum. Also quasi hier hat er die Brushes vergessen. Aber warte mal, da ist trotzdem kein Licht. Ja. Sehr, sehr seltsam. Aber warum er das vergessen hat, kann ich euch auch erzählen. Und zwar gehört diese Fan-Mission zu der 72-Stunden-Contest-Reihe. Und 72 Stunden sind nicht viel. Wir hatten schon mal 48-Stunden-Contest gehabt. Das war auch gerade so sehr schnell hingezimmert. Und ich bin sehr gespannt, was man in einen 72 Stunden alles schaffen kann. Gib her. Schläft genau neben einem Generator. Wir haben ein paar Nachrichten. Wie gesagt, wir sollen jetzt hier ein bisschen den Schmuggel aufdecken. Die Geschichte war ein bisschen, ja. Also, er hat mich jetzt nicht unbedingt so prickelnd gelockt, diese Fan-Mission unbedingt spielen zu wollen. Deswegen habe ich es ein bisschen vor mir hergeschoben. Weil es klingt für mich einfach nach einem Kassieren und Verladen Ding. Bei den Weibern Eindruck schenken. Darum geht es immer wieder. Okay. Hier kann man auch noch reingehen. Dann kommen wir hier hinten raus. Mit Schlucker zu jagen, haben nichts verbrochen, außer dass ihre Mägen knurren. Hä? Dann schnappen wir uns endlich. Ah, das Soundkulisse ist auch ein bisschen komisch. So, hier können wir noch rein. Und die benötigen einen Schlüssel, um da hineinzukommen. Jetzt ist die Frage: Müssen wir jetzt da rein? Ich mal probier's mal. So. Definitiv nein. Es muss also einen anderen Weg geben. Das hier sieht sehr einladend aus. Aber ich kann hier anscheinend nicht hochklettern. Oder? Yes. Oh, ich schwebe ein bisschen. Und hier ist ein Holzboden. Das ist richtig, aber das andere ist kein Holzboden. Also ein bisschen weird. Ja, wie gesagt, 72 Stunden. Also man kann jetzt nicht sagen, dass es Crap ist oder so. Es ist einfach nur keine Zeit gewesen. Ja, aber ich muss doch hier jetzt irgendwo weiterkommen. Oder war der Schlüssel bei dem Typi? Oder soll ich da einfach drüber klettern? Das wäre auch eine Möglichkeit. Darf ich hier lang? Hier ist kein Sound. Ich habe das Gefühl, wir sollten nicht hier sein. Hey, was ist das? Hallo? Was war das? Habt ihr das gehört? Als wären da Sa Leute drin. Nee, ich glaube, das ist hier ein Areal, wo man wahrscheinlich gar nicht lang läuft. Ist wahrscheinlich nur Dekoration. Deswegen ist das auch hier alles so
so hing. Oh, warte mal, hier ist Sound. Hä? Ich verstehe das nicht. Hier ist doch jemand. Ich höre da drin sogar was. Auf jeden Fall gibt es da keinen Weg hinein. Also wird mir auch der Schlüssel nichts bringen. Das heißt, ich muss irgendwo... Kann man diese Mission überhaupt beenden? Das ist die Frage. Kann man diese Mission überhaupt beenden? Hier ist sogar eine Schaufel, die ich nicht benutzen kann. Wir gehen jetzt nochmal da rein und schauen uns den Typen an. Ja? Du hast den Schlüssel. Aber bestimmt für die Tür dann. Also nicht für die Tür, sondern für die Tür. Gut. Dann laden wir das nochmal. Dann brauche ich nämlich den Niederschlag nicht zu machen. Den Niederschlag. Und wir wissen, dass wir da auf jeden Fall nicht reinkommen. Das ist ein bisschen schade. Jetzt hat es mir die Illusion geraubt. Unser Ziel, unser Weg führt woanders hin. So, komm her. Kille, 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 kille. Mal kurz an den Füßen gekitzelt. So, dann gehen wir mal hier lang. Ja, die Tür ist irgendwie auch nicht ganz drin, ne? Oder? Soll das so sein? Ich glaube nicht. Es ist faszinierend. Wie gesagt, man muss immer daran denken, das wurde in Eile gebaut, weil man hat ja nicht viel Zeit. Und wir kommen in einen ganz anderen Sektor. Wie gesagt, das ist ja alles hier oben, ist wahrscheinlich nur Show. Und wichtig wird es jetzt hier unten. Luke zu. Oh, das sieht cool aus hier. Also so Mini-Kanalisation irgendwie. Okay, und das hat er bestimmt eingebaut, um das Level zu strecken. Weil ganz ehrlich... Warum wird hier doppelt und dreifach alles zugemacht? So, und jetzt kommen wir wahrscheinlich in den Abschnitt, was ich von außen gehört habe. Genau, jetzt sind wir hier drinne. Pfeile. In die Ecke verstecken. Das ist wahrscheinlich der Zugang. Okay, der läuft nicht sehr weit. Da oben können wir auf jeden Fall hochklettern. Wir können aber auch versuchen, ich habe gerade ein Bild gemacht, nicht wundern. Was war das? Hier lang zu latschen. Hat er was? Nein. Ich hoffe, er sieht mich dahinter nicht. Das ist auch ziemlich süß hier. Mit diesen kleinen Fliesentreppen. Okay. Was ist das? Ich hör sie nach dem Portal an. Oh ja. Okay. Ich weiß nicht, wo mich das hin versteckt. Hard Save. Speichern. Und los geht da, die Reise. Wow. Neue Aufträge. Find out more about Ravensmill. Und interesting. Now find a way out of here. Hab ich da gerade jemanden gehört? Okay, das sieht ziemlich heidnisch aus. Auftrag erledigt. Was habe ich denn jetzt herausgefunden? Breitkopfteile. Hier ist eine Kiste. Das ist eine... Sieht aus wie so eine Ruine. Karadin-Ruine. Hey, der Schluss. Das sieht so lustig aus, wie sich das bewegt. Eigentlich durfte es sich ja nicht bewegen. Aber ich glaube, das ist ja... Das ist Thief. In Thief 1 und 2 haben sie es extra so gemacht, dass man irgendwie optisch sehen muss, ob sich was verändert. Also an Türen oder Kisten. Und deswegen gibt es da auch so eine Art Riegel, der sich durch die Gegend bewegt. Bei dem ganz in diesem Thief-Universum ist es ganz anders. Warte mal, das sieht cool aus. Warte mal. So. Screenshot. Damit spoilere ich natürlich die Leute, wenn sie irgendwann diese Fan-Mission mal sehen sollten. Also in Thief's Guild, wo ich diese Sachen auch hochlade, könnt ihr euch mal die Seite mal angucken. Da kann man natürlich die Bilder von mir sehen, die ich geschossen habe. Also thiefsguild.com,
falls es jemanden interessiert. Wow, die Farben verändern sich. Oh, Cash Mesh. Ich liebe es. Aber auf jeden Fall ist das irgendwie, muss es doch einen normalen Zugang geben. Die werden ja nicht durch dieses Portal in diese Ruine gekommen sein, oder? Obwohl, doch. Das Portal steht ja, aber es war nur ein Eingang. Sehr viele Leuchtepilze. Hier mein Thron. Oh ja. Perfekt. Was war das für ein Geräusch? Nicht gut. Ich wollte gar nicht so viel Krach machen. Ich denke immer, dass hier hinten was ist, aber es ist so eine Art Batterie. Ja, die strahlten verschiedene Farben aus. Hallo? Hätte ich das letzte Mal nicht mehr Geld gehabt? Da geht's noch weiter. Das sieht aus wie Kies. Gravel. Der hat auf jeden Fall nichts. Aber ich muss bei dem Gravel vorsichtig sein. Wie viel habe ich? 6. Am besten machen wir mal hier einen. Dann kann ich wenigstens drauf springen, ohne groß Krach zu machen. Hä? Hat mich gerade das Moos zurückgehalten. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Ja, das ist definitiv Kies, Geräuschkulisse. Und Auftrag erledigt. Hä? Oh, die Mission ist schon vorbei. Ja, da war sie leider schon zu Ende. Und ich denke mal, das liegt daran, dass er nicht mehr genug Zeit hatte, die Mission fertigzustellen. Das ist zumindest ein Job. Schade. Ich denke mal, da wäre noch viel mehr gewesen. Aber es war nicht genug Zeit da. Deswegen werde ich dieser Mission keine Wertung geben. Wäre, wie gesagt, nicht fair. Nur eine persönliche von mir. Ich fand sie anfangs ein bisschen langweilig, aber dann doch interessant mit dem Portal. Und ich hätte mir gerne gewünscht, mehr herauszufinden. Also, was genau... man hat ja... Die Story war ja, woher holt er seinen Cash her? Wir haben, wie gesagt, einen Schmuggel, haben wir vermutet. Dabei hat er irgendwie aus diesen Ruinen immer das Geld rausgeholt, was ja eigentlich nicht illegal ist. Weil es ist sowas wie Grabräuberei vielleicht. Weil man das ja privat macht. Aber ja, ich weiß nicht. Ich finde das jetzt nicht so ungewöhnlich ist, aber ich hätte mich gerne interessiert, ob es da noch mehr gibt als nur dieser kurze Abschnitt. Naja, egal. Das war es, Swindle Job. Kurze Fanmission. Wir sehen uns dann in einer anderen Steve-Fanmission. Macht's gut. Tschüss.